und herzlich willkommen wieder zurück zu Little Big Planet 3. Natürlich, wie gewohnt, im Ladebildschirm. Genau, mit Margot, nämlich mir. Hallo! Dräng dich nur in den Vordergrund. Ja, Nee. ich dränge mich in den Vordergrund am Ladebildschirm. Ach so, formatfüllend, oder? Ja, ich verstehe auch gerade nie, warum ich die ganze Zeit gewunken habe. Mich sieht man eh nie, aber egal. Ja, keine Ahnung, ich habe das auch ab und zu drin momentan, dass ich immer so blöd rumwinke oder so grüße wie in der Ja, Facecam, aber ja. nehm gar nicht Facecam auf, wie denn Okay, auch? ha. Oh, sehr interessant. Ja, und wir fangen hier im Ladebildschirm an, weil hier was passieren könnte. Weil drittes Kügelchen. Ja, das Hast ist du bei gut mir schon gemacht. drin. Tritt durch die Tür und triff Ozok. Durch die Tür müssen wir treten. Kommen Sie, dann dreht man durch die Tür. Falsche Richtung, oder? Nein, die richtige. So sind wir ursprünglich auch gegangen. Komm. Stimmt. Jetzt, wieso leckten das jetzt? Gerade ging es die ganze Zeit. Ja. Ja, vielleicht in dem Auswahl Dingen sind momentan so viele drin. Oh mein Gott, zwei Zombie-Hände. Hast du gut gemacht. Tritt durch die Tür und triff Ozok. Du wiederholst dich, du Kodak-Film. Naja, nicht Der hieß vergessen, bring der deine Color-Film. Power. Was? Der Color-Film. Color-Film? Ja, stimmt. Nicht Kodak. Kolorierte Förmchen. Macht Zeug für Sachen bereit. Was macht Zeug für Sachen bereit? Ja. Ah, habe ich auch gerade dastehen. Was für ein Zufall. Hast du schon mal dich an der Popit, ne, Akademie eingeschrieben? Es gibt jede Menge Popits. Bla, jetzt war's weg. Bei mir stand aber was anderes da. Naja. Wow, das Filmset von Flipper im Nebel. Was für ein Klassiker. Aber pass auf, man weiß nie, was hinter den Kulissen lauert. Was war das? Ist da jemand? Zurück! Eine meiner Rollen konnte auch Karate. Halt, ist das. Ja, wirklich. Darf ich vorstellen? Der Star von Bühne und Film. Ozok. Ozok, darf ich vorstellen? Stoffknäuel. Seht euch an. Das perfekte Filmduo. Die Chemie stimmt. Gehen wir lieber. Hier ist es nicht sicher. Vorsicht! Das stand so nicht im Skript. Zum Glück bin ich ein Meister der Improvisation. Stoffknäuel, du gehst zurück zum Sumpf. Wir treffen uns dann dort. Na, bist du wieder bereit fürs Rampenlicht? Ich habe die Vermutung, wir dürfen beide den Hund spielen, also Ozok. Und ich fand das witzig, den Fehler im Spiel. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Aber der Hund hat plötzlich mittendrin ein Mops-Kostüm angehabt, anstatt deinen Ja, Dino-Kostüm. schon. Und ich glaube, das Mops-Kostüm hatte ich gewählt, oder? Nee, ich hatte nur den Vogel. Keine Ahnung, egal. Ja, du hattest nur den Vogel und komischerweise sieht meiner gleich aus wie ein Dino. Wenn ich den, glaube ich, anders angezogen hätte, hätte er anders ausgesehen. Genau. Sehr eigenartig. Aber naja. Ja, vielleicht einfach mal kurz den Mops-Kopf aufgesetzt, dass das mit Lecken besser kommt. Oh ja. Warte. Aber eins muss ich jetzt machen. Ich kann nicht nackt rumlaufen. Doch, das kannst du. Wie du das kannst. So, ich habe mich random umgezogen. Bist Haha, ich habe nämlich einen Dino-Kopf und du hast den Rest vom Dino. Ich habe einen Dino-Kopf Zum an. Pennen drückst du den Ja, du linken hast aber auch Stick in den die Rest an. gewünschte Richtung. Hohoho, Huh! wow, bist du schnell. Also, komm. Ist das Oh, niedlich. da ist wirklich schnell. Warte, da ist es sicher.
Dann werden wir es sicherlich nicht haben. Natürlich nicht. Ich brauche hier ohne mal gucken. Hier kenne ich mich auch nicht mehr aus. Mhm. Kommst du? Ja, lauf, Schlampe, lauf. Ja, der ist wirklich schnell. Naja, irgendeine Eigenschaft muss er haben. Wow, drücke was? Einfach die Aktionstaste, wenn du eine Waffe. Mir hat hier der Typ reingelabert, dass ich dich nicht verstanden habe. Wahrscheinlich nicht. Tja, jetzt weißt du's. Oh, hallo? Wieder zurück. Ja, super. Hallo. Was denn? Beeilst du dich auch mal oder was? Ja, ist schnell, du musst dein Level auch mal schnell machen. Muss man nicht unbedingt. Scheiße. Du, ja, komm, musst du Level mal schnell machen. Ja, mach ich. Pass auf. Wenn du Wände hinuntergleitest, drücke den linken Stick zum Beschleunigen. Ha? Cool. Ha? So. Wollt da das nicht war rüber. Blöd. Wollt da nicht rüber. Nenn mich noch einmal blöd. Ich hab gesagt, das war blöd. Oh. Kommst du? Oder brauchst du eine schriftliche Einladung? Ja, ich brauche eine schriftliche Einladung. Ach, das ist... Boah, ich hab mich noch... irgendwie ich lass mich in Ruhe fallen. Ja, mach das. Jetzt witzig, dieses Level kennen wir. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja. Scheiße. Wüsste ich jetzt nicht. Das war auf der Gamescom, das Level. Nee. Mit dem Hund. Doch. Nur, dass es, glaube ich, nie so lila war. Ja, wir miteinander haben ja das zweite Level, glaube ich, nie gespielt, weil es nicht funktioniert kann sein, hat. Ja. Oh. So. Wir haben ja zu viert mal das erste Level gemacht. Genau. Und ich habe irgendwann war ich nochmal da und haben wir noch das andere gemacht. Hier können wir, glaube ich, nochmal hoch. Meinst du? Oh. Nee, falsche doch Ebene. Nicht. Nee? Gut. Nee. So, hier wird's witzig. Schön. Ja, läuft alles ganz geschmeidig. Warum, wenn's das du eh schon mal gespielt hast? Das du, das ist mir jetzt aber auch gerade. Nochmal runter. Ja. Yeah. Ich hab ihn. Ich bin irgendwie wieder ein bisschen runtergeflatschelt. Ja, ah, das wird nichts mehr mit dir, oder? Oh, er kann sich klar retten. Ui. Och, wieso denn? Bring doch das verstehe ich. Bring doch dann einfach nochmal von der Kante ab. Ich weiß nicht, wo ich bin. Gut. Boing. Ich mag den Hund irgendwie. Ja. Hundi sowieso. Ja, gut, ich bin eigentlich kein Hundefan, aber das, den finde ich cool. Vielleicht stürzt hier irgendwas ein, glaube ich. Irgendwas war hier. Och, du Mann. Spoiler! Ja. Du lebendig gewordener Spoiler. Wollte ich nur vorwarnen, falls du wieder wegnoobst. Falls ich wegnoob. Ja, super. Ich versuche todesmutig den Vogel hier zu retten. Er läuft einfach nur weg. Es ist eingestürzt. Ich hätte mein Leben verloren. Schon mal daran gedacht. Ist doch wurscht. Du bist ja prädestiniert dafür da, dass du deine Leben verlierst. Ich nicht. Ah ja. Da hast du wahrscheinlich ein paar falsche Träume. Ja. Ich sag dazu jetzt nichts. Der war gut, oder? Der war selten geil. Ja. Falsche Selbstwahrnehmung, oder? Also dieses mit dem Springen klappt echt nie. Also ich weiß nie, was hier abgeht manchmal. Ich glaube, das hat aber auch wirklich was damit zu tun, dass ich nie das lokale Spiel habe, sondern dass ich hier mit dir hier gerade mitspiele. Das könnte sein. Müssen wir halt dann eventuell... Nee, wäre ja blöd, du hast ja den Spielstand nicht wie ich. Ja, na gut. Oh, scheiße. Komm ich da warum kommst du nie ran, oder? Weil da hast du auf der Gegenseite nichts. Schade. Ist ja doof. Das ist jetzt ärgerlich. Ich kann irgendwie nochmal zurückspringen, dass er zweimal von derselben Wand abspringt. Ja. Warte, jetzt mache ich mal hier kompletten Anlauf. Das ist blöd. Naja, nee. Hilft nicht. Nee, ich dachte, oh, es ist ein Bubble, aber. So, ich gehe mal runter. Todesmutig. Scheiße. Boing.
Oh nein! Hohoho. Ah, stimmt ja, geht ja nicht. So, probieren wir es nochmal. Jetzt habe ich ihn. Nein! Er stirbt schon wieder. Na! Boah! Na, was los? Na komm, darfst du üben. Du sollst ja jetzt nicht kompletter Vollloop hier spielen. Weiter geht's. Ach, hier springe ich immer. Das ist mein Fehler. Ich würd mich dabei. Ja, ich bin dabei. Boing. Schön. Ich bin weg. Schön. Das war schön. 81% Hammer. Genau. Wir haben schon wieder irgendwo was verloren. Level abgeschlossen, kriege ich auch wieder 3 schöne Sticker. Ich drücke fortsetzen und jetzt bin ich gespannt, wo wir hier rauskommen. Das ist echt schade, also dass sie das nie wieder implementiert haben. Ja, dass man im Prinzip... Aber ich denke, das kann man mit reinpatchen noch. Also ich hoffe, da kommt nochmal was. Ich glaube, die haben das einfach nur vergessen. Ja, ich meine, ich spiele die gern nochmal nach. Da ich spiele so gern Little Big Planet, das hole ich nochmal nach. Da hätte ich meinen Spielstand gar nicht löschen brauchen. Stimmt eigentlich. Ja, aber du hast es nicht gewusst. Nee. Also. Naja. Man kann ja nicht alles wissen. Na. Aber man kann es versuchen. Richtig. Also, nicht vergessen. Sammel schnell nacheinander Punkteblasen, um einen Punktemultiplikator zu erhalten. Du kannst mehr Punkte als deine Freunde sammeln. Wir wetten, dass du das kannst. Aha. Wenn du einen Haufen Anstecker gesammelt hast, kannst du sie ruhig mit Hilfe des Ansteckermenüs herumzeigen, wenn wir werden alle ganz fürchterlich beeindruckt sein. Da schwingt der Sarkasmus schon in dem Satz mit, oder? Ja. Definitiv. So wie ich es vorgelesen habe, ja. Auch wenn es du nicht vorgelesen hast, das kannst du unsarkastisch kannst du das gar nicht vorlesen. Das geht nicht. Was heißt hier? Ah, okay, deswegen. Weil ich schon draußen bin. Die Abschiedsszene rührt mich immer zu Tränen. Doch du musst gehen. Nimm die Brücke zur Zikkurat. Dort findest du deinen nächsten Filmpartner. Toggle. Hier kannst du deinen Charakter ändern. Der Traum eines Schauspielers. Nächster für dich ist die Zikkurat, ja, wo Toggle wartet. Komm. Der Kleine ist... Weil da war doch oben was. Ja, stimmt. Oh, Shane. Du siehst ziemlich langsam aus, Sockending. Schwing deinen Wollhintern hier rüber. Oh, das ist eine Nerventussi, ey. Ja. So. Willst du zu der? Nö. Nee. Komm, hier weiter. Was? Nö, hier war nix. Hier war nur der blöde Shop. Uber bin ich runtergefallen. Oh, der kann aber weit springen, da. Ja, der hat's drauf. Also, normalerweise müsste man mit dem jeden Sprung schaffen. Oh, das Mobile. Den ich nicht bekommen habe. Dann rutsch ich halt nochmal runter. Ja, lass mich raus, danke. Ich helfe dir mal. Ich hab das mal für dich erledigt, weil ich weiß, wie du sowas magst. Kommst du? Ja, da oben ist doch was. Da oben sind doch unsere hier. Glückchen. Die, da kommst du später erst dran. Da müssen wir mit Sekting auf die Plattform schießen. Auf die wabernde Dingens hier. Aber da können wir ja nochmal zurück. Da ist ein Bubbel und da unten sind Bubbel. Das ist was für Vögelchen, glaube ich. Oder wir kommen. Ich glaube, wir sind hier nur in der Welt von Ozzock. Also ich denke, hier ist alles mit Ozzock zu machen. Glaube ich gar nicht. Wir müssen ja jetzt den nächsten Mitstreiter holen. Ach so. Also, wir kriegen hier alle. In der Welt. Wir kriegen sie alle. Alle 150. Ja. Heißt ja falsches Spiel. Oh nein. Die böse Glühbirne. Auch Kackbirne genannt. Oh, Ladebildschirm. Oh. Bei mir ist wieder nur gefährlich weiß. Oh, jetzt wird's aber. Gefährlich weiß. Ich naja. Habe noch nie ein gefährliches Weiß gesehen. Jetzt habe ich schwarz und unten links drehend. Schwarz und unten links drehend. Bei mir ist immer grell weiß und in der Mitte drehend. Und weiß ja nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wie schön das ist. Nee. Nee. Oh, schade.
Musst du mal horsten. Gassi gehen? So, so, so. Wie schön, dich hier zu sehen, Wollkopf. Du gehst gerade Gassi, wie ich sehe. Wie es mir geht? Na, es fehlt gar nicht mehr viel und ich bin der allergrößte Schöpfer der Fantasiesphäre. Danke der Nachfrage. Ja, das heißt, dass nichts für alle anderen übrig ist. Aber das ist nur ein kleiner Preis, meinst du nicht auch? Oh, du stimmst mir nicht zu? So ein Pech, dass unsere Freundschaft so enden muss. Für eine fiese Glühbirne. Eine Kackbirne eben. Eine Kackbirne? Ja. Gibt auch sehr beschissenes Licht. Mhm. Ja. Wusstest du schon, dass du deinen Fortschritt so in so vielen Community-Abenteuern speichern kannst, wie du möchtest, vorausgesetzt, dass du Platz dafür hast? Das habe ich dir, glaube ich, schon mal vorgelesen. Ja, jetzt habe ich's. Ja. Also ich glaube, langsam müssen wir aufhören mit dem Vorlesen, weil jetzt kommt's eh doppelt. Mhm. Ja, ja. Lichtkamera-Bodenhaftung heißt das Level. Aha. Ach, es geht schon los. Ah, ja, mit dem habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Wo müssen wir hin? Okay. Okay. Das war gemein. Ja, mit dem habe ich jetzt. Ist der Boss? Ja, das ist ein Bock. Hä? Wieso bin ich jetzt gestorben? Wieso komme ich da nicht drüber? Hä? Wo sind wir jetzt? Gute Frage. Cool. Naja, ob das so cool ist. Wo willst du denn? Oh. Keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, was hier Sache ist. Also ich hoffe, das ist jetzt kein Ladefehler und das ist so. Ich platz mal vor Freude. Komm, mach mit. Nee, da kommst du da vorne wieder raus. Wette ich mit dir. Ja, wenn du mich rausholst schon. Okay, ich probier's. Sag ich doch. Ja, dann müssen wir das Level halt neu starten. Na, vielleicht ist es doch aber auch so. Glaube ich nicht. Also ich denk schon, wenn das heißt ohne Bodenhaftung das Level. Ich glaub's fast nicht. Weil, wie soll ich sagen, ohne Bodenhaftung wird wohl gemeint sein, wegen dem glitschigen Zeug auf dem Boden gegen den Gegner, ne? Ah, ich weiß nie. Das finde ich ja sehr lustig, sehr bizarr. Hm. Endlich der Ladebildschirm. Der Blitzball kann durch Gefahren wie Laser und Flatulenzen gestoßen werden. Hm? Aha. So, jetzt machen wir ein Blatt hier. Hoffe ich jetzt mal. Na, jetzt müssen wir was machen müssen. Also man kann nicht doch überhaupt nicht rüberkommen. Ach, die Bände. Man kann von der Wand abspringen und dann drüber. Aha. So, Kugel kommt. No. Genau das meinte ich. No. Nein! So, da kommt ja noch eine. Boing, nächste Rakete, supi. Ja, hab ich gerne gemacht. Jetzt sind die Wände weg. Ja, oh, Feuer. Jetzt kommt Feuer. Ach so. Oh, noch mehr Feuer. Nett. Ah, Wand. Ja. Dieses Wand-Feature. Oh, scheiße. Nie gut. Das Wand-Feature hast du noch nicht integriert, oder wie? Ja. Oh,
Kiste mit Bubbel. Oh. Hä? Ah, du musst es schaffen. Ach nee. Oh. Bubbel. Schalter. Nein. Tod. Erneut spielen. Naja. Okay, dann war das echt ein Bug von dem Level. Das hätte ich nie erwartet. Nicht? Ich schon. Ich wäre jetzt 10 Kilometer hin und her gerannt. Das glaube ich dir sogar. Ja. Ich finde also alle Bugs. Sind noch ein paar Bugs drin, ja. Ja, gut. Umsonst wird Little Big Planet nicht immer gepatcht, wie blöd. Na gut, so viel war es jetzt noch nie. Und da ist es ja schon eine Weile jetzt. Eine Weile vor allem. 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage. Irgendwie so draußen. Ja. So, jetzt schaffen wir es. Offiziell draußen. So, machen wir platt hier. Jungen. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Man hat erstmal auf die. Oh nee, hier ist Conny gesehen. So, ich hab schon mal losgeschickt. Ja. Next. Oh. Jetzt kommt der Mini-Bubbles. Hä? Scheiße. Was machst du denn? Unsere ganzen Leben macht er hier kaputt. Jetzt, Scheiße. Jetzt verstehe ich es nicht. Ich bin gesprungen, also. Ich hab keinen Bubbel berührt. So. Jetzt. Muss man, glaube ich, weg. Bidi. So. Ja, rüber hier. Ja. Wunderbar. Läuft ja wie geschmiert. Oh, nee. Oh, ich bin drauf vorbeigefallen. Eigentlich könnte man das ganze Level so absitzen. Ja, eigentlich schon. So, weiter geht's. Jetzt wissen wir, was eigentlich zu tun ist. Ja. Rüberspringen. Oh, wunderschön. So schwer ist es nicht. Das war gerade noch rechtzeitig von uns beiden. So, beide. Oh, unsere letzten Leben. Das war so ein. Nee, ach, natürlich nee. Nicht. Oh, hätte ich jetzt schon gedacht. Oh yeah, oh yeah. Sieht er dich kurz nie wahrscheinlich, aber. Ach, das geht unter, du musst dich beeilen. Es geht unter. Ah! Scheiße, ich hab die Wand nicht gesehen. Eieieiei. Okay. Kommen hier brennende Kisten. Wand? Das Ding brennt nicht. Denk auf das die Ding. Wand, ja. Ja, drüben. Nein! An die Wand! Das ist A wieder. Mensch, noch eine Kombination dazu. Ja, natürlich. Fuck. Der Bubbel. Bubbel hab ich. Hab ich. Oh, schön. Titanbelästiger habe ich als Sticker gerade erhalten. 100% ja. An Bubbles. Hab Level ich auch. Abgeschlossen. Kein Leben verloren, natürlich nie geschafft. Komisch. Ich habe niemals Komisch. Level abgeschlossen. Oh, das ist ja blöd. Naja, das schafft man schon. So, damit sind wir eigentlich fertig mit der Folge. Ja, oder? Heute sind wir wieder durch. Ja. Weil wieder spektakulär war. Guck mal noch, ob ein Video kommt. Genau. Und wenn Aber nicht. Dann sagen wir jetzt schon mal Tschüss. Ciao. Ciao. Ach ja, da war ja noch ein Ladebildschirm. Ach ja. Wir haben nicht Tschüss gesagt, sondern Ciao. Ja. Ach ja, noch ein Ladebildschirm. Den haben wir ja total verdrängt. Ja. Also falls wir das jetzt nicht schon weggeschnitten haben, dann hört ihr uns ja jetzt noch, ja, weil wir noch auf ein Video warten. Ansonsten hört ihr das jetzt nie. Oder wir haben es trotzdem rausgeschnitten, weil wir blöd sind. Das ist auch eine Option. Und? Oh, Video. Zock, was für ein Comeback. 5 Sterne, eine Szene im Kasten. Fehlen noch 2. Der zweite Held sitzt irgendwo oben in der Zikkurat. Bankems großem Tempel der Kreativität. So kommst du direkt dorthin.
Papalmaché, der Obermutz der Zikkurat, hilft dir bei deiner Quest. Sag ihm, wenn er das macht, gebe ich ihm ein Autogramm.